Ich hoffe, ich muss den Lichtern folgen, ansonsten bin ich tot gleich. Ah ne, stimmt gar nicht. Oder? War es bei Total Recall, wo die später den Mars fit machen? Na komm, Atmosphäre wieder. Wo Arnold Schwarzenegger später die hässliche Maske macht mit diesen riesigen Lupschaugen, die nach außen sind wegen der Atmosphäre. I'm here. I'm freezing. Headache is back. My ears are ringing. I should be dead. Jesus, slow down. Fuck, catch your breath, please. Are you good? Tell me you're good. Can you walk at least? I'm still standing. Hoping I'm not going into shock. I lost 40 years in 10 seconds. Okay, we'll get you looked at as soon as we can. Hang in there. Dieser Mann weiß jetzt, wie es ist, ein Kind zu gebären. Ich finde die Atmosphäre aber sehr gut. Um mal so ein kurzes Zwischenfazit zu geben nach 3,5 Stunden. Way worse. I'm going to the water purifiers. I hope it'll be enough. Well, after what you just did, you better fucking kill that thing. Ach, da ist so eins der Viecher, was wir kennen aus unseren Träumen. Das näher kommt, wenn ich hingucke. Oder? Sieht definitiv so aus. Ich fand es nur ein bisschen unpassend. Also das, was wir geträumt haben, fand ich irgendwie deplatziert. Auch wenn natürlich in Träumen alles möglich ist. Diese Wurzel scheint nicht überstiegen werden zu sein. Ach, was auch immer. Über diese Wurzel wirst du nicht gehen. Das wollte ich sagen. Side is a smoldering mess, and we don't really have the time or the equipment to search through all this. Are you all right? Yeah. Mars sucks. Yeah. That hatch will get me where I need to go. Wirklich?
Nur manche Wurst sieht aus wie eine riesige Wurst, die einfach nur hier im Wasser rumschwimmt. Was ist das? There are two filtration tanks down here. Gotta inject them both. We'll see if it works. Das ist ein Auge? Ich dachte erst, das wäre vielleicht so eine Kugel. Declan, it really didn't like that. The poison is already polluting the water supply. Oh, that's a win. Now get up to the environmental control console and dump the entire reservoir on that bastard. Shane, we found something. Josie saw a door along the escarpment near the crash site. She wants to check it out. A door? Carved out of the cliff. It's massive. I told her we need the recon with you, but she's fixated on this. Orochi has secrets upon secrets. It is Orochi, right? Apparently, we're going to find out. Es wird mir gerade gesagt, dass Barathur sich besser aufregt, aber Barathur hat doch die stärkeren Nerven. Die olle Kartoffel. Der hat doch viel schlimmere Horrorspiele gespielt. Ah, da zieht sich jetzt gerade der Tentakel zurück. Natürlich, vertrage ich den Horror besser wegen Nissin-Nudeln, Cup-Nuddles. Die Instant-Nudel, die Liebe bedeutet. Did that do it? No, it's still alive, but I can get closer now. This thing won't stop. Maybe if I pump the last dose into the roots around the base. Ins Auge! Mit dem Brecheisen, mit dem Brecheisen, ja! Voll ins Gesicht! Jetzt macht das Gift einfach ins Auge rein, ey. Oh, ich hatte ja schon lange die Spritze reingejagt, ey. Alter! Die macht mir keine Angst, ey. Ich habe Brechstange. Und ich habe Gift, was ich ja schon längst wirklich... Ohne Kack, ey. Das finde ich so eine unlogische Scheiße gerade. Es ärgert mich total.
Vor allem sterbe ich dann noch bei so einer Kacke, ey. Das Auge. Argus, I was wrong. I thought I could contain it. Declan, it's Volkova. She's being controlled by the tree. She is the tree. What the hell? How? The tree, her specimens, the black infection everywhere. She's not even human anymore. Kill me. Please. Kill me. Natürlich. Und jetzt gibt's was in die Beule. Shane, can you access Ina's files? I just saw Ina the other day. She wasn't like this. Shane, focus. The Cyrano crash, the black oil, the plant life expanding exponentially. This doorway, it's all connected. Where are you? I'm coming. I'm getting out of here. No. You need to access Ina's computer and find out exactly what she was up to. My God, are you kidding me? Shane, think. The Cyrano is gone, and our resupply with it. If the main base goes down, we're all dead. If Volkova's research still poses a threat, we need to know. You want to find out what she was up to? You come and do it yourself. I don't care. Hey, listen, I know you've been through a lot. I'm sorry. We all have. You're right. I bet the seats on the rover are just unbearable. Hey, listen, buddy, I've spent all afternoon picking up whatever pieces I could find on the Cyrano crew. Don't act like you're the only one who's had a tough day. Anytime you want to trade places, you be my guest. Oh, fuck off. Enough! Both of you, Dr. Newhart, do you read me? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your off-site team. Copy? Yes. Copy. We're headed to the cliffside doorway. If there's proof of intelligent life on Mars, I want to know. I want everyone to know. Declan, you're on comms. Got it. Hey, sorry to be a dick. Yeah, me too. All right. I can do this. I mean, if I were to start somewhere, it'd be Volkova's computer. Right. I'll check with her station in the research lab. Maybe she left a note or something. You got this. Muss ich gerade echt überlegen, wo der Ausgang war. Ah. Müssen die Pflanzen nicht alle eingehen gerade? Immerhin habe ich ihnen Gift gespritzt. Ich
habe momentan an der Effizienz unserer Arbeit hier auf dem Mars gezweifelt. Ich weiß, warum ich für diesen Posten rekrutiert wurde und lasse mich von der offensichtlichen Kontrolle und Überwachung durch Orochi nicht beirren. Das Treibhaus ist hinsichtlich seiner Größe und amateurhaften Ausrüstung beschränkt und ich wurde gebeten... niederen Tätigkeiten nachzugehen, die mich von meiner Arbeit abhalten. Da ein kürzlicher Durchbruch meine Experimente deutlich vorangebracht hat, verlange ich nun allerdings, dass das grenzenlose Potenzial unregulierter Planetenforschung vollständig genutzt wird, wie es mir von Orochi versprochen wurde. Anbei erhalten Sie eine vorläufige Liste der Ergebnisse von einem Ausblick auf die Ziele vom Projekt AGC1. Kurz gesagt Wachstum und Kontrolle. Das Z-Pathogen ändert seine Größe basierend auf externen Stimuli. Das Z-Pathogen kann isoliert oder mittels eines Wirtsorganismus darauf trainiert werden, Aufgaben zu wiederholen, seine Aversion gegen Stimuli zu überwinden und mittels positiver Verstärkung einfache Arbeiten zu erledigen. Die möglichen Anwendungsgebiete dieser Entdeckung sind, wie Sie sicher wissen, bahnbrechend. Ihre jüngsten Erfolge und Beiträge in Sicht des Studiums des Schmutzes in Relation zum Pflanzenleben sind für unsere Sache von unschätzbarem Wert. Ich habe die Zentrale angewiesen, ihre Erkenntnisse im Archivzentrum von Argos zu katalogisieren. Ferner habe ich mir erlaubt, ihrem Projekt den Codenamen Abormor zuzuweisen, da dieser mit unserer Mission besser in Einklang steht. Sie erhalten eine Sicherheitsfreigabe für die Argos-Anlage. Ihr Zugangscode lautet 5538. Dadurch sind sie unabhängig von Commander Wilcox, wobei diese von den vollen Umfang ihrer Freigabe nicht kennt. Sie hat keinen Zugriff auf Notizen oder Kommunikation dieser Freigabestufe, einschließlich dieser E-Mail. Die Weitergabe von Informationen führt zur sofortigen Aufhebung dieser Freigabe. Von dem Maß an Freiheiten, das sie auf dem Mars genießen, können selbst die sichersten Orochi-Einrichtungen nur träumen. Nutzen sie diese Freiheit. Ich hoffe, ich bereue diese Entscheidung nicht. Ich mag keine versteckten Drohungen. Und ich mag auch ihre alberne Codename und die unwissenschaftliche Bezeichnung Schmutz nicht. Die Orochi Group neigt zu dieser übersteigerten Schwülstigkeit, was allein die Selbstwahrnehmung als achtköpfiges Monster beweist. Das ist erniedrigend. Wenn ich Erfolg habe, werde ich ihnen nicht den Horizont bringen. Wenn ich Erfolg habe, dann nur, weil ich den Schmutz entmystifiziert habe. Eine derart unglaubliche Macht sollte nicht mit albernen Namen lächerlich gemacht werden. Der Begriff Nullpunkt-Pathogen ist nicht viel besser. Aus diesem Grund werde ich die Substanzen ab sofort als Z-Pass bezeichnen. Sobald ich sie besser verstehe, überlege ich mir einen klinischeren Begriff. Wenn ich Erfolg habe, wird uns die Politik vorschreiben, diese albernen Namen aus unserem Sprachgebrauch zu verbannen. Wenn ich Erfolg habe, werde ich die Politik bestimmen. Wenn ich Erfolg habe, werden sie um meine Gunst buhlen. Wenn sie Erfolg haben, haben sie all das und mehr. Vater. Declan, there's an elevator in the center of the research lab. The server room has an elevator. Oh shit, I've walked by it 100 times. Tja, eine geheime Forschungsstation nochmal unter der Forschungsstation. I'm heading down. Hat auch keiner gemerkt auf dem Mars, dass die gebaut wurde. Argus, Icarus, der zu nah an die Sonne flog und sich die Flügel verbrannt. Oh, es wird dunkel. Die Pflanze hat Schnupfen.
Ich kann mich selbst auf der Kamera gar nicht sehen. Ach so, ich muss die anders einstellen, damit ich durch die Tür komme. Geheimnishüter. Android. Ich glaube, langsam bin ich ein bisschen abgestumpft. Unauthorized access. Unauthorized access. Security en route. Please await lethal response. Shane, we made it to the door. Definitely not Orochi. It looks ancient. But they've been here. There's equipment near the base and there's a strange artifact on a pedestal. If they found a way inside, there's gonna be record of it. I'll see what I can find out. Ihr Labor wurde vorbereitet. Bitte begehen Sie sich direkt im Raum 7A. Ihre Aktivitäten werden protokolliert. Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei Argus. Alarmstufe 4, neuerliche Verbindungsversuche alle 40 Sekunden. Ach, das bin ich. Bin immer so ein komisches Licht. Aber der Teil ist ja eh kaputt hier. Danger Sensor. Ob es einen Alles-Okay-Alarm auch gibt? Is that a circuit box beyond the door?